In der Affäre um Bürgermeisterin Friederike Schulz haben sich die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenen Parteien zu Wort gemeldet. Das Verhalten der Bürgermeisterin wurde übereinstimmend scharf kritisiert. Die Opposition beklagte, so wörtlich, den schleichend zunehmenden Werteverfall und einen deutlichen Verlust von Verantwortungsbewusstsein. Das sind Vorwürfe, die ich sehr ernst nehme und die mich auch persönlich tief betroffen machen. Es ist nicht mein Stil, Probleme kleinzureden oder wegzureden. Die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass ich mich stets für eine ausgewogene und gerechte Verteilung auf gesamtgesellschaftlicher Basis einsetze und eingesetzt habe. Kein Mensch ist frei von Fehlern. Niemand sollte den ersten Stein werfen. Und am Ende muss es uns doch. Und das jenseits aller parteipolitischer Scharmützel um Ehrlichkeit gehen. Es geht um Vertrauen. Ich weiß, dass gerade mein Berufsstand eine besondere Verpflichtung gegenüber den Menschen in unserem Land hat. All jenen gegenüber, die durch ihr ungebrochenes Pflichtbewusstsein die Stützpfeiler unserer Gesellschaft sind. Und dafür müssen wir uns wieder auf Werte besinnen und da muss natürlich jeder bei sich selbst anfangen. Es kommt auf jeden an. Ich sehe mich als Teil einer Gesellschaft, deren Grundwerte Solidarität, Vertrauen, Respekt und ein fruchtbares Miteinander sind. Und dafür stehe ich ein.